Übrigens ist hier ein sehr schöner Zettel gekommen. Liebe ist das Einzige, das wächst, wenn man es verschwendet. Schöner Gedanke. Erstens, einige von Ihnen sagen, was mache ich, um den Leuten die Scheu zu nehmen vor der Kamera? Eine Frage war mit Kassettengespräch. Dasselbe, Rollenspiel auf Kassette, die Leute wollen nicht aufgenommen werden und so weiter. Ich habe einen Trick entwickelt für Neulinge vor der Kamera. Nie publiziert, Sie erfahren es jetzt, hat sich phänomenal bewährt. Zwei Übungen, die Sie mit den Teilnehmern machen. Erste Übung, Sie bauen die Kamera hinten auf, nehmen wir an, wir haben ein offenes U. Hier ist der Bereich, in den die Kamera jetzt hineinzielt. Jetzt stellen sich alle im Gänsemarsch hier auf und warten auf Ihr Kommando. Und dann müssen Sie durch den Kamerabereich durch, egal wie, nur nicht normal. Sie können Grimassen schneiden, Sie können hüpfen, Sie können rumkugeln, was Sie wollen. Die sind recht kreativ, aber Sie dürfen nicht normal durchgehen. Und Sie müssen im Kamerabereich circa 5 Sekunden verbleiben und dann weitermarschieren. Wie gesagt, Grimassen schneiden, was Sie wollen. Und dann hintenrum das Ganze nochmal, denn das läuft ja sehr schnell ab, die Übung. Wenn Sie das zweimal durchhaben, dann lassen Sie das vorführen, dann führen Sie das vor. Dabei spielen Sie irgendeine Musik, den Originalton wollen Sie nicht, mit dem Rumgealbere, was da war, das haben Sie alle erlebt. Spielen Sie das mit der flotten Musik ab und dann sieht sich jeder das erste Mal und dann sagen Sie, sehen Sie, so einen Quatsch machen Sie im Leben nie wieder. Schlimmer als das kann keine Übung werden, die wir machen. Die zweite Übung, die wir aufnehmen, ist eine Diskussion, Gruppendiskussion. Und wichtig ist, jetzt führen Sie die Kamera bewegt, wichtig ist, dass Sie nicht unbedingt den, der gerade labert, aufnehmen, sondern Sie versuchen die Leute jetzt da zu erwischen, wo sie besonders gut wirken. Also einer hört sehr aufmerksam zu, Kamera drauf. Nicht nur den, der dran ist. Und das machen Sie so lange, bis Sie jeden einmal gut erwischt haben. Nehmen Sie ein hitziges Thema, wo Sie sich ereifern können. Und dann spielen Sie ihnen das vor, auch ohne Ton. Und jetzt kommt der bekannte Effekt, die Leute sehen im Video ja in der Regel besser aus, als sie dachten. Das sagen sie aber nicht. Und sie hören sich jetzt noch nicht. Sodass Effekte wie, mei, red ich so gescheert bayerisch, jetzt noch nicht eintreten. Diese Überraschungseffekte. Jetzt haben sie sich einmal albern gesehen und einmal in der Diskussion gesehen, wie gut sie wirken. Danach können sie die ersten Übungen vor der Kamera machen, die Scheu ist weg. Einverstanden? Dann habe ich Spezialübungen entwickelt für Spezialprobleme. Wir haben zum Beispiel Leute drin, die überhaupt nicht gestikulieren, ja, die so irgendwie so furchtbar steif vor der Kamera stehen. Dafür gibt's, da habe ich sowieso eine Bitte an Sie. Es gibt einen Text, den ich leider nicht mehr habe, ich hoffe, von Ihnen hat ihn einer. Das ist dieser berühmte Text von wegen, ich habe einen Freund, der ist riesengroß, mit Schultern wie ein Kleiderschrank. Okay, wer, du hast ihn? Du schickst ihn uns? Gut, wir legen ihn den Unterlagen bei. Das ist ein Text, bei dem lauter Worte sind, wo man wunderbar gestikulieren kann. Dann gehen die also draußen vor die Stadt und dann lassen sie Modellflugzeuge fliegen und so weiter. Den Text habe ich in Drittel eingeteilt. 1, 2, 3 Drittel. Ausnahmsweise mit Rednerpult, normalerweise ja nicht. In 18-Punkt-Schrift habe ich den dann verteilt. Schön groß. Und jetzt stehen die wieder im Gänsemarsch hier an. Und diese Drittel sind, ist eine ganz klare Linie von wo bis wo gelesen wird. Und jetzt geht der hin und liest da ein paar Sätze aus diesem Text und gestikuliert. Das wird einmal ohne Kamera geübt und dann mit Kamera gemacht. Und hier muss wirklich groß gestikuliert werden. Wenn Sie das hinterher abspielen, ohne Ton, den Ton haben wir ja oft genug gehört, sind die Leute begeistert davon, wie toll sie wirken, wenn sie wagen, mal den da zu machen. Jetzt bauen wir ein Modell auf in ihrem Kopf, sie selber mit Gestik. Hatten Sie ja nicht davor. Damit schaffen wir den Mut, falls das ein wichtiges Thema ist für Sie, zu lernen, mit Gestik zu operieren. Dann haben wir ein Spezialproblem bei Leuten, die bei irgendwem mal im Training gewesen waren. Wer das verbrochen hat, weiß ich nicht. Und die gestikulieren immer nur unter der Gürtellinie. Die haben dann die Hände so und dann machen sie hier so komische Zuckungen. Schaut wahnsinnig schlimm aus. Und das kriegen wir regelmäßig. Vor allem, wenn wir auch in Richtung Rhetorik trainieren. So, da habe ich eine Zusatzübung entwickelt. Sie gehen mit der Kamera in den Bereich überhalb der Gürtellinie,
Zwei Kollegen aus dem Seminar knien sich neben denen. Und immer wenn die Hände runterkommen, schlagen die ihm die Hände hoch. Er kann sagen, was er will, die können rumalbern, weil wir auch das wieder ohne Ton vorführen hinterher. Und er sieht, was passiert, wenn seine Hände ins Bild kommen. Sehen Sie, wenn Sie ein Problem erkennen und Sie überlegen sich, wie kann man das Problem lösen, das sind so Ansätze, dann können Sie ganz gezielt auf Probleme eingehen. Ähnlich ist es mit dem Kassettenaufnehmen. Eine Dame hat geschrieben, so gegen Ende des Seminars möchte sie dann Rollenspiel auf Kassette aufnehmen, dann weigern sich die Leute ein bisschen, ist klar. Arbeiten Sie schon davor mit Kassette. Machen Sie zum Beispiel Folgendes, lassen Sie die Kassette laufen und sagen Sie, wenn wir nachher nochmal reinhören wollen, um irgendwas mitzukriegen, hören wir rein, wir müssen aber nicht alles nochmal abhören. Gewöhnen sich alle dran, dass das Band läuft. Gehen Sie dann mal kurz rein, spielen Sie einen kurzen Ausschnitt aus, reden Sie über den, dann hat jeder mal erlebt, wie das ist, die Welt bricht nicht zusammen. Und wenn Sie dann gegen Ende eine ganze Übung aufnehmen, abspielen wollen, können Sie das tun. Jetzt haben wir ein sehr interessantes Problem bei allen Aufzeichnungen. Wenn wir jetzt aufzeichnen und nachher abspielen, dann starrt jeder wie gebannt, wenn er dran ist und wenn die anderen dran sind, langweilt er sich zu Tode. Also, was machen wir da? Zuerst machen wir die Übung, um die es geht und zeichnen sie auf. Entweder Ton oder mit Video, ist egal. Dann geben wir den Damen und Herren Zusatzinformationen über die strategische Ebene oder über die Beziehungsebene, sprich Körpersprache. Jetzt machen wir einen 15 Minuten Part zu einem dieser Themen. Dann spielen wir erst ab. Und jetzt haben Sie die Aufgabe, auf der strategischen oder der Beziehungsebene zu achten, zu lauschen auf diese Dinge, über die wir gerade geredet haben. Jetzt sind die voll dabei. Wenn das wiederkommt, was Sie inhaltlich schon kennen, weil Sie ja leichter auf die strategische oder Beziehungsebene gehen können, wenn Sie den Inhalt schon kennen. Und wenn Sie selber dran sind, dann sehen Sie sich halt selber, okay. Auf die Weise hört diese gähnende Langeweile auf. Sie können das vielleicht sogar noch verbinden mit Strichlisten machen oder irgend sowas, dann sind die voll dabei, ihre Strichlisten zu machen. Einverstanden? So, das war zur Videoarbeit, dann nehme ich die Karte gleich mal raus. Eine Frage, die ich hier noch mit reingelegt habe, wie stellt man den notorischen Fragesteller im Seminar ab? Klassische Frage, habe ich auch eine Technik entwickelt. Zunächst mal, der Mensch hat ja selbst Wertgefühlprobleme, eigentlich Ich-Wertprobleme. Er möchte genügend Aufmerksamkeit bekommen. Geben Sie ihm die auf einer anderen Schiene, dann ist er happy. In der ersten Kaffeepause stürze ich mich auf den und stelle fest, dass er ja zum Beispiel sehr gut formulieren kann und dass ich ihn bitten würde, dieses oder jene zu notieren im folgenden Abschnitt und mir nachher den Zettel zu geben, dann können wir darüber reden, also Richtung strategische Ebene und so weiter. Jetzt guckt er ganz bewusst, erstattet nachher Bericht, kriegt die Streicheleinheiten von mir, vielleicht lasse ich ihn sogar vor der Gruppe berichten, ist egal, und jetzt hören die Fragen auf dazwischen. Wenn wir sagen, was braucht der Mensch, er braucht Anerkennung, geben wir sie ihm, ist das Problem geritzt. Es ist ja mir eigentlich lieber der, als der, der drin sitzt und andauernd den Kopf schüttelt. Der ist ja viel schlimmer als der notorische Fragesteller. Der denkt ja noch mit der Fragesteller. Und dann habe ich noch eine Nebenbemerkung. Einige von Ihnen haben mir Ihre Unterlagen geschickt, Prospektmaterial und so weiter, zum Teil voluminös, mit der Bitte, das zu begutachten. Das kann ich, bitte, es ist legitim, dass jemand den Versuch macht. Finde ich vollkommen okay. Ich kann das natürlich nicht, weil ich ja auch kein Fachmann bin für diese Dinge. Aber ich gebe Ihnen zwei Tipps. Erstens, Siegfried Vögele, wem sagt der Name was? Das ist der Mann, zu dem Sie gehen wollen. Siegfried Vögele hat wunderbare Seminare. Wir können vermitteln, wir können die nächsten offenen Termine erfahren und mitteilen, wenn Interesse ist, wenden sich an uns. Da habe ich wichtige Dinge gelernt vor vielen Jahren, die mir heute noch zugutekommen. Und der Mann macht das sehr, sehr praxisnah und da lernen Sie, was wirklich wichtig ist. Und es gehört bei ihm zum Teil, bei manchen Seminaren zum Service, dass er Ihre Unterlagen begutachtet. Hier haben Sie jetzt einen Profi. Der zweite Teil ist, wenn Sie Ihre Unterlagen alleine stricken, achten Sie darauf, viele der Unterlagen reden immer von uns, was wir alles können, was wir alles drauf haben, worin unser Programm besteht, warum wir so toll sind und so spitze sind und warum man unbedingt uns buchen sollte. Das interessiert den Kunden gar nicht, weil sie reden nur von ihrer Insel und nicht von seiner. Versetzen Sie sich in die Lage dessen, der das liest, fragen Sie sich, was er sucht, formulieren Sie es dementsprechend, dann ist der Ansatz schon mal ein anderer.
Und hüten Sie sich bitte vor diesen klitzekleinen Telefon- und Faxnummern, wo Sie eine Lupe mitschicken müssten. Schauen Sie, machen Sie es gehirngerecht. Nehmen wir an, der Mensch liest Ihren Brief, Ihr Material, Ihr was immer und möchte Sie anrufen. Was passiert? Er sitzt am Schreibtisch, nehmen wir mal an. Er sitzt ein bisschen höher als ich jetzt im Verhältnis zum Tisch. So. Er sitzt also da, hat das hier, nehmen wir an, so. Hier ist das Telefon. Er greift zu selbigem. Er möchte jetzt Ihre Nummer wählen. Er hat keine dritte Hand, um das hier hinzuhalten. Warum jetzt diesen Stress da haben? Dem ist das gar nicht wirklich bewusst. Aber er kommt in eine Position, die Sie gar nicht haben wollen, wenn er bei Ihnen anruft. Das ist ein indirektes Signal, ruf uns bitte nicht an. Wenn Sie sich ganzseitige Anzeigen anschauen, in den Illustrierten, mit diesen klitzekleinen Telefonnummern, die wollen ja gar nicht, dass man anruft. Aber wir wollen es. Okay, das dazu.